Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in Starnberg im Hotel 4 Jahreszeiten auf dem Food Festival. Lecker essen, tolle Drinks. Was genau, das seht ihr in diesem Video. Ja, gleich zu Beginn beim Food Festival ist ein großer Champagnerempfang gewesen aus der Magnum-Flasche. Ja, mega hochwertig, wenn schon so ein Event beginnt. Aber natürlich war auch mega hochwertig die liebevoll und exklusiv angerichteten Tellerchen der Speisen an den einzelnen Buffets und Foodstationen. Aber auch die Buffets selbst waren sehr einladend dekoriert und haben Lust gemacht zu probieren. An allen Foodstationen wurde frisch gekocht, angerichtet, man hat es geschmeckt, das war wirklich Fine Dining und ganz, ganz hohes Niveau. Man merkt, dass hier auch ein Sterne-Restaurant zu Hause ist. Aber besonders lecker war natürlich meine Leibspeise, nämlich die Trüffelpasta aus dem Parmesanleib. Oh, herrlich lecker. Und zum Abschluss, da habe ich mir statt was Süßen noch was Leckeres aus dem Käsebuffet ausgesucht. Und das war natürlich eine riesen Auswahl. Und das Food Festival ging natürlich mit einem Knall zu Ende, mit einem Feuerwerk und einer riesen Feuershow hat sich das Food Festival 2018 sozusagen in mein Gedächtnis gebrannt, wortwörtlich. Es war der Hammer. Das Food Festival 2018 hier in Starnberg im Hotel 4 Jahreszeiten ist zu Ende. Leute, es war der Hammer. Richtig geile Küche. Also man merkt einfach, dass hier im Haus auch ein Sterne-Restaurant aus Auberginen ist. Und der Küchenchef hat natürlich auch beim Food Festival Vollgas gegeben. Es gab richtig tolle, leckere Sachen. Das Team war mega motiviert. Das hat man an jedem einzelnen Teller gesehen und natürlich auch geschmeckt. Besonders gefallen hat mir, dass im Eintrittspreis auch die Getränke mit dabei waren. Eine Vielzahl an neuen Getränken, die ich noch nicht kannte, konnte man vor Ort probieren. Und natürlich auch Champagner. Leute, das war natürlich geil. Für einen Eintrittspreis um die 80 Euro Champagner. Andere Getränke, jede Menge Essen, süße Sachen dabei. Also das ist schon ein Hammerpreis. Das solltet ihr euch 2019 nicht entgehen lassen, denn ich freue mich, euch sagen zu dürfen, am 3. August findet das dritte Food Festival hier statt. Unten in der Infobox könnt ihr natürlich alle Kontaktdaten finden, um euch Karten zu sichern. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn die Karten sind wie immer limitiert. Mein absoluter Tipp ist es, wenn ihr das Food Festival besucht, einfach auch gleich das Hotelzimmer dazu buchen. Denn es macht doch keinen Spaß, wenn ihr hier feiert und was trinkt und danach mit dem Auto fahren müsst. Also am besten das Package mit Zimmer buchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist diesmal ein bisschen weniger Inhalt zu sehen, weil ihr wisst, leider wegen der DSGVO ist es nicht so leicht, bei Events zu filmen. Deswegen seht es mir nach, deswegen auch eine deutlich umfangreiche Feedback von mir. Und wenn Fragen sind, natürlich könnt ihr mir immer eine E-Mail schicken oder auch über Instagram. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Viel, viel besser ist hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.